Also ich habe nicht das Gefühl, mit irgendwas fertig zu sein und irgendwo komplett angekommen zu sein und jetzt irgendwas zu 150% zu können. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn ich was dazu lerne. Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle 2 Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher. Mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Alles muss man selber machen. Und dann auch noch so viele verschiedene Sachen. Das jedenfalls könnte Zoe Beck sagen, die in ihre großen, kreativen, in äußerst viele Richtungen produktiven Arbeitstage unglaublich viele verschiedene Dinge hineinkompromiert. Zoe schreibt sehr erfolgreich eigene Bücher, ist äußerst interessierte Verlegerin, übersetzt, schreibt Drehbücher, organisiert jede Menge Initiativen im Literaturbetrieb und außenrum und. Für diese Folge von Hansa Rauschen hat unsere Lektorin für internationale Literatur Tatjana Michaelis Zoe Beck getroffen und einfach mal gefragt, wie das alles auf eine Kuhhaut geht und wozu Zoe das alles eigentlich macht. Von Zoe Becks letzter Übersetzung aus dem Englischen, dem jetzt gerade viel diskutierten Bestseller Gespräche mit Freunden von Sally Rooney, bis zu Zoe Becks Engagement für eine diverse und gleichberechtigte Öffentlichkeit und mit dem Bündnis Verlage gegen Rechts, gegen rechte Verlage und die stillschweigende Akzeptanz rechten Denkens und Redens in der Öffentlichkeit, kommen die verschiedensten Themen in nahezu einem Atemzug vor, so wie das bei Zoe Beck wohl der Fall sein muss. Und, ach ja, gedankt wird auch noch mit vollem Recht an Isabel, ohne die die Autorin niemals zum Schreiben gekommen wäre. Viel Spaß mit Zoe Beck und Tatjana Michaelis. Herzlich willkommen, Zoe Beck. Hallo. Ich freue mich, dass du bereit bist, mit mir ein Hansa Rauschen zu bestreiten. Ich freue mich, dass ich eingeladen bin. Ich finde das so interessant und beeindruckend, was du alles in deinem Leben unterbringst und wie viele Rollen du in dem Literaturbetrieb spielst und sehr eindrucksvoll und erfolgreich spielst. Und ich wollte da gerne ein bisschen mit dir über diese verschiedenen Dinge reden. Schriftstellerin, Übersetzerin, Verlegerin, Mitherausgeberin eines Online-Magazins. Du bist aber auch politisch engagiert. Du hast einen Blog. Du bist ständig auf irgendwelchen sozialen Medien präsent. Wir haben uns über Facebook kennengelernt. Das gehört wirklich zu den schönen Dingen an Facebook, muss ich auch mal sagen. Da gibt es sehr schöne Dinge, ja. Es gibt auch ein paar schöne Dinge. Und mich interessiert, was dich antreibt bei alledem. Und deswegen danke ich, dass du dann auch noch den Termin untergebracht hast. Da hast du dann gesagt, ja, das schaffe ich schon. Super. Sehr gerne. Ja. Super. Ich bin ja gerade in München, besuche meine Eltern und ja. Da hat es gerade reingepasst. Ja. Schön. Ist es okay, wenn wir mit der Schriftstellerin anfangen? Mhm. Ist es wahrscheinlich schon das Wichtigste? Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob das Wichtigste, aber insofern im Moment in meinem Terminplan ja, weil ich gerade tatsächlich in der Schreibphase bin. Also eigentlich durfte ich gar nicht hier sein. Ich hoffe jetzt, mein Lektor hört nicht zu. Ja. Okay. Vielleicht bis das läuft, ist das Buch schon ein Stück weiter. Sicherlich, ja. Du hast unter 2 Namen publiziert. Sogar unter 3 und 1 ist ein geschlossenes. Ah, das 3. verrätst du gar nicht. Nee. Dass du das bist, okay. Aber Henrike Heiland weiß man und Zoe Beck auch. Und warum 2 Namen? Naja, das hat sehr, sehr viele Gründe. Einer war, dass ich wirklich was anderes machen wollte, also eine inhaltlich andere Ausrichtung. Ein weiterer Grund war, dass ich den Namen noch nie mochte. Dann Henrike Heiland ist dein Mädchenname, dein Geburtsname. Geburtsname. Genau. Und, ja. Und damit hast du angefangen. Damit habe ich angefangen und interessanterweise ist das der Name, bei dem schon beim Klavierspielen, schon als ich ganz kleines Kind war, die Leute gedacht haben, der Name ist doch ausgedacht. Und ich wurde immer gefragt, wie heiße ich denn eigentlich? Von daher lag der Gedanke nicht so fern, sich da irgendwann mal einen anderen Namen zu suchen. Und ich mochte ihn tatsächlich noch nie und war dann froh über die Gelegenheit, den Namen wechseln zu können. Das fiel dann auch noch zusammen, dass ich in der Zeit schwer krank war. Und Zoe heißt ja Leben.
Das ist griechisch für Leben und ich fand den Namen schon immer schön und dann dachte ich, na, wenn der jetzt mal nicht passt. Und dann irgendwann bin ich zum Standesamt getrabt und wir haben dann lange diskutiert, wie wir das machen und dann darf ich den Namen jetzt führen. Er ist eingetragen. Er ist richtig offiziell eingetragen. Okay. Und ich darf damit unterschreiben und alles machen oder fast alles machen, was ich dann auch möchte. Und ich habe auch meine Eltern dann vor einigen Jahren umtrainiert, dass die... Die reden dich auch so anreden. Also das hat alles wunderbar geklappt und ich fühle mich damit auch tatsächlich sehr viel wohler. Und ja, das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, 12 Jahre sogar her. Und genau, das sind so ein paar Gründe für diesen Namenswechsel. Das hat auch damit zu tun, dass ich, so wie manche Künstler sich dann so von ihrem Erstlingswerk dann auch distanzieren von der ganz frühen Phase, da muss ich dann immer sagen, die Bücher, die ich unter Heiland geschrieben habe, die waren zum großen Teil so eine Art Auftragsarbeiten. Also insofern, als das da dann auch die Programmleitung gesagt hat, wir suchen jemanden, die schreibt dann das und das und wir hätten gerne zwei Hauptfiguren, die so und so sind. Und ich kam ja so weit ging. So weit ging das. Und ich kam ja vom Fernsehen und ich habe dann gesagt, ja gut, also Auftragsarbeiten bin ich gewöhnt. Und habe dann aber beim Schreiben tatsächlich gemerkt, dass ich doch in eine andere Richtung will und auch sehr viel mehr Freiheit dann noch möchte. Mhm. Und so kam dann, wie gesagt, kam dann vieles zusammen und dann noch diese Krankheit. Und dann habe ich da einfach einen Cut gemacht. Mhm. Fand ich alles so passend. Und du verwendest den Namen jetzt auch nicht mehr? Nee. Da kommt jetzt, Henrike Heiland schreibt nicht mehr? Nein, die schreibt nicht mehr. Die schreibt nicht mehr, okay. Du hast gesagt, du kannst vom Fernsehen. Hast du mit Drehbuchschreiben angefangen? Oder? Ja, ich habe eigentlich mit redaktioneller Arbeit und Lektoratsarbeit angefangen bei der Kirchgruppe, die gibt es ja nun nicht mehr. Und habe da die internationalen Co-Produktionen betreut. So, was hatte ich da? Italien, Frankreich, Österreich, so als Schwerpunkt. Spanien, also ganz interessante Länder, mit denen wir dann so Fernsehfilme für ARD, ZDF dann so in großen Produktionen gemacht haben. Da bin ich auch viel rumgekommen. Das war unter dem Aspekt eine sehr schöne Zeit. Und da habe ich dann auch gelernt, wie man so in kurzer Zeit ein Filmexposé dann schreibt. Mhm. Und habe dann auch an Drehbüchern gearbeitet. Und so kam ich dann so langsam auf den Dreh, dass ich gedacht habe, ja, vielleicht kann ich das ja auch eines Tages mal machen. Dann war die Kirchgruppe ja irgendwann pleite mit diesen 6,5 Milliarden Euro Schulden, die wir da hatten. Ich kriege heute noch solche Briefe mit meinen Gehaltsforderungen, wo man sich sehr freut, mir jetzt 1, irgendwas Prozent von meinen Forderungen ausschütten, sogar 15 Jahre später. Wahnsinn. Das ist ja lustig. Nein, und dann bin ich tatsächlich so zum Drehbuchschreiben gekommen, zum Kinderfernsehen, also weg von der Redaktion hin zum Schreiben. Und darüber dann, also erst ZDF TV und dann war ich bei Disney und dann bei Disney dann auch in die Synchronrichtung gekommen. Seitdem mache ich dann auch Synchronbücher und Synchronregie. Ja, darf ich das fragen? Was bitte den Begriff habe ich da gefunden? Synchronregisseurin? Ja, oder Dialogregisseurin. Ich weiß nicht, was das ist. Genau, das sind die Leute, die sitzen dann mit den Sprecherinnen und Sprechern im Studio und hören zu, wie die anderen Sprachen dann synchronisieren, auf Deutsch einsprechen, also denen die deutsche Stimme dann auch verleihen. Und dann sitze ich halt im Raum daneben. Also diese Räume sind getrennt. Der eine ist natürlich schalldicht und ich sitze dann da mit einem Tontechniker oder Tontechnikerin und muss dann hören, ist das traurig genug oder lacht die jetzt laut genug oder ist die Betonung richtig? Ist das Tempo richtig? Genau, das auch, ja. Mhm. Und das machen dann Dialog- oder Synchronregisseure. Mhm. Und ja. Aber immer nur eine Sprache auf einmal, also nicht mehr. Immer nur eine Person auf einmal, genau. Ja. Das war früher auch anders, haben die dann, glaube ich, alle ins Studio geholt oder die Zeiten sind, dann hat das natürlich nochmal natürlicher geklungen, aber die Zeiten sind auch aus Kostengründen, dass das ganz straff durchorganisiert ist, natürlich dann vorbei. Ja, und das ist immer noch so mein einer Beruf und vor gut 15 Jahren, mindestens 15 Jahren, bin ich auch durch eine ehemalige Kirchkollegin, die Isabel Schickinger,
die dann bei Liane Kolff, der Literaturagentin, in der Agentur gearbeitet hat und auch immer noch arbeitet. Die hatte mich dann nämlich irgendwann angerufen und gesagt, hier sitzt gerade jemand bei Liane Kolff und die suchen jemanden zum Krimi-Romane schreiben. Und ich dachte, das wäre was für dich. Und Isabel ist ein wahnsinnig intuitiver Mensch. Und ich weiß nicht, wie sie da drauf gekommen ist. Also, du hast nicht angefangen zu schreiben, sondern die haben dich gesucht. Isabel, das ist ja toll. Isabel rief mich an und sagte, ich hatte so irgendwie den Gedanken, das wäre was für dich. Und ich sage, Isabel, du spinnst, ich kann das nicht. Sie sagte, setz dich hin und mach das. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und ich wollte auch Isabel nicht enttäuschen. Ich habe es eigentlich nur gemacht, um Isabel nicht zu enttäuschen. Ich sitze nur hier, weil ich Isabel nicht enttäuschen wollte. Das sage ich hier. Ja, immer. Wie gut für einen, wenn man so nett gebaut ist, dass man das möchte. Und ich dachte dann zu dem Zeitpunkt auch, naja, ich habe ja eigentlich auch Literaturwissenschaften studiert. Ich habe mein ganzes Leben lang viele Romane gelesen. Ich habe meine Magisterarbeit über Kriminalromane geschrieben. Also, ach, immerhin. Kann ich ja mal versuchen. Also die Theorie hattest du schon so ein bisschen. Ja, und dann habe ich es mal ausprobiert und plötzlich hatte ich einen Dreibuchvertrag. Also das ist die ganz ungewöhnliche Variante, wie man zum Bücherschreiben kommt. Eine total ungewöhnliche Variante und auch total umso erstaunlicher eigentlich, dass du dann immer in diesem Genre oder Spannungsroman geblieben bist. Ob was ist jetzt Kriminal, die einen heißen Kriminalroman, die anderen heißen Thriller, aber diese Bezeichnungen, das ist ja, da können wir noch einen ganzen, da können wir noch drei Podcasts zu machen. Also das ist ja ein so schwieriges Thema. Ja. Aber es hat dich dann diese Art des Schreibens auch nicht losgelassen. Das heißt, du empfindest es auch als dir gemäße Art. Ja, ich habe anderes versucht und habe dann gemerkt, dass andere Dinge mich sehr unglücklich machen, wenn ich die schreibe. Mhm. Und dass ich das einfach nicht, das passt nicht zu mir, das will ich nicht. Und ich fürchte, ich habe da schon so eine kleine dunkle Seele, ja. Die dunkle Seele. Oder ist es so, dass es einfach auch was ganz Praktisches hat, dass man hat einen Spannungsbogen, man hat einen Handlungsbogen und kann da dran andere Dinge auffinden, die es dir eigentlich auch gibt. Das ist ja beim Liebesroman ja dann auch. Könntest du sonst auch konstruieren. Ja, natürlich. Aber irgendwie mag ich es dann, glaube ich, doch, wenn es da sehr düster zugeht. Mhm. Ja. Und also du warst bei Lübbe, bei Heine, jetzt im letzten, die Lieferantin ist bei Surkamp erschienen, das ist aber schon zwei Jahre her. Jetzt kommt das nächste. Und jetzt nächstes kommt das nächste Jahr, im Frühjahr. Im Frühjahr, da dran sitzt du jetzt. Genau, deshalb dürfte ich gar nicht hier sein. Okay. Aber was ich toll fand, ich erinnere mich an eine unserer letzten Begegnungen, da hast du Brixton Hill vorgestellt. Ja. In der kleinen Buchhandlung da unten an der Isar. Und da hast du gesagt, und ich meine, du hast nun wirklich riesige Auflagen und du bist unerhört erfolgreich, hast du gesagt, ich übe ja noch. Und das würde ich auch immer noch behaupten. Also ich habe nicht das Gefühl, mit irgendwas fertig zu sein und irgendwo komplett angekommen zu sein und jetzt irgendwas zu 150% zu können. Und ich bin ehrlich gesagt auch froh, wenn ich was dazulerne. Und ich freue mich jetzt auch auf die Zusammenarbeit mit dem Lektor, weil ich dann noch denke, da sitzt dann jemand, der dann nochmal hoffentlich ein bisschen mehr aus mir rausholen kann. Mhm. Also hoffentlich nicht weil ich ihm das nicht zutraue, sondern umgekehrt, weil ich hoffe, dass bei mir noch was rauszuholen ist. Dass man noch was entwickeln kann. Genau. Und deshalb, ich bin ja ein ganz großer Fan von Lektoratszusammenarbeit. Es gibt ja tatsächlich Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich will nicht mit Lektorat arbeiten, weil die versauen mir meinen Stil und die machen mir mein Buch kaputt. Sicherlich gibt es solche Zusammenarbeiten. Das kann sehr gut sein. Ich habe auch nicht immer die besten Erfahrungen gesammelt, das ist auch klar. Und da gab es dann auch natürlich einige Wechsel, dass ich dann gesagt habe, also so viele Adjektive möchte ich jetzt aber nicht in meinem Text haben, kann ich bitte mit jemand anderem zusammenarbeiten oder sowas. Meinen Stil hat. Genau, das ist klar. Und da muss man natürlich suchen, das ist wie überall im Leben, man muss zusammenpassen. Und aber deshalb denke ich, also ich glaube nicht, dass ich 100% fertige Texte schreibe und ich möchte, dass dann jemand mit mir zusammenarbeitet daran und da einfach nochmal guckt, so was kann ich besonders gut oder wo muss man einfach noch was rausschmeißen. Und da wollte ich jetzt auch fragen, auf was käme es dir denn an? Wo möchtest du hin? Ich
denke, dass es ein guter Lektor dann auch sieht. Ja, also ich möchte natürlich immer weiter an der Sprache arbeiten und ich möchte natürlich dann auch, dass mir jemand sagt, also hier können wir nochmal das Ganze spannender gestalten oder hier stimmt der Rhythmus nicht. Also es gibt so viele Sachen, was man im Lektorat dann ja auch noch besprechen kann und da bin ich natürlich dann auch sehr offen und freue mich dann auch jedes Mal auf so eine Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite machst du das als Verlegerin auch mit Autoren? Ja, wobei ich sagen muss, dass mein Kollege Jan Carsten, der viel, viel, viel bessere Lektor ist. Also der hat selber gar nicht die, ich schreibe jetzt mal Belletristik, ich schreibe jetzt mal Romanambitionen, sondern sieht sich wirklich als jemanden, der Texte aufspürt, der an Texten dann nochmal was arbeitet und der Texten einfach helfen will, zum allerbesten, in den allerbesten Zustand dann auch zu kommen. Er übersetzt auch. Und da merke ich einfach, also er hat auch nochmal einen ganz anderen Blick darauf. Ich bin, wenn ich lektoriere, vielleicht dann so, dass ich dann zu oft sage, naja, da wird sich die andere Seite schon was dabei gedacht haben und bin dann eher zu respektvoll. Ja, viel zu zurückhaltend. Und er hat dann so ein, es muss der beste Text werden und es muss alles zusammenpassen und da ist er ganz toll. Wir lesen aber tatsächlich immer beide alles und ja. Und könnt euch dann darüber austauschen. Ja. Das ist wunderbar. Ja, wir haben auch denselben Geschmack, das ist wirklich gut. Toll, toll. Aber angefangen hat es nicht mit dem Verlag, angefangen hat es mit der Online-Zeitschrift, mit dem Kultur, was sagt ihr, Kulturmag? Kulturmag, ja. Kulturmag. Also da, ich weiß nicht wo, also manchmal steht da, ich sei hier mit Herausgeberin gewesen, aber das war ich nie. Nur, hast du das nicht mit ins Leben gerufen? Nein, das war Jan. Das war Jan. Das ist alles Jans Baby. Mhm. Ich habe Kulturbooks, den Verlag, mit ins Leben gerufen. Aber ich glaube, das steht manchmal noch irgendwo. Aber das steht noch so. Genau. Aber das, ich glaube, das kommt deshalb dann zu diesem Missverständnis. Nein, Jan hat Kulturmag gemacht. Ich habe dafür geschrieben gelegentlich. Mhm. Und viel geschrieben, wahrscheinlich hat man auch deswegen die ganz früher habe ich sehr, sehr viel da geschrieben und dann irgendwann, also jetzt gar nicht mehr, weil ich da auch einfach wirklich keine Zeit mehr dafür habe. Und Jan war von Anfang an der Herausgeber, so haben wir uns dann auch kennengelernt, damals noch in Hamburg. Und ja, das ist eben so seins. So, er liest auch wahnsinnig gern und er spricht gern über Literatur und beschäftigt sich gern mit Literatur und dann mit so jemandem, der noch dieses ganz klassische Verleger-Verlagsverständnis dann auch hat und wir können uns ja dann auch vom Arbeitsablauf her den Luxus leisten, dann auch wirklich an den Texten anders zu arbeiten, als das dann teilweise in den größeren Häusern, was ich so mitgekriegt habe, der Fall ist. Weil ihr jetzt noch Zeit habt, richtig. Da haben wir haben wenige mit Bücher. Mit den Autoren zu arbeiten. Wir konzentrieren uns dann direkt da drauf. Und wenn ich dann manchmal sehe, was heute Lektoratsarbeit dann noch mit beinhaltet, dass dann noch auf alle Messen gefahren werden muss und so viel eingekauft werden muss und so viel Programm gemacht wird, klar, je größer das Haus, umso genau, mehr da kann ich so administrativen Zeug dran. Das beneide ich dann nicht. Das ist dann, da denke ich, da haben wir dann natürlich die viel kleineren Auflagen und den viel kleineren Verlag und alles ist viel kleiner. Aber wir machen das dann, also wir konzentrieren uns dann wirklich so auf diesen Kern der Textarbeit und das ist natürlich dann, das ist dann nochmal anders, ja. Ich habe immer gesagt, wenn ich nicht bei Hansa arbeiten würde, wo ich wirklich gerne arbeite, dann würde ich nur in einen kleineren Verlag wechseln, weil man sozusagen die zu der eigentlichen Arbeit mit den Autoren, mit den Übersetzern am Text da noch viel mehr kommt, als wenn man sich jetzt irgendwie in den größeren Verlag das Sitzungen und so weiter würde. Und das Berufsbild hat sich einfach total verändert. Und was das angeht, da sind wir, glaube ich, dann, oder da ist Jan dann noch, dass er den Luxus hat, dieses alte, inhaltlich alte Berufsbild dann auszufüllen. Aber sag doch noch einen Satz zu dem Kulturmag. Was ist das Besondere am Kulturmag? Das Kulturmag, das verbindet sowohl Literatur als auch Musikkritiken
Und auch mal Veranstaltungskritiken, also Fernseh und Film wird dann auch besprochen. Also ja. So dass dann ein größerer Kulturbereich abgedeckt ist. Ich glaube, wir haben da nie jemand so richtig für Museen und Kunst und so weiter gefunden. Nee, das fand ich uns, aber, ja, das fand ich ein bisschen schade. Aber Krimi habt ihr mit Thomas. Genau, da gibt es dann nochmal extra so ein Krimi-Mac. Und Literatur und Musik. Genau. Und wie gesagt, dann, dass da auch nochmal Veranstaltungen untergekommen sind und dass auch immer wieder Filme dann auch in den verschiedenen Sparten besprochen werden können. Und ja, das läuft da jetzt halt wie auch. Wie kann man denn so eine Zeitschrift finanzieren? Ja, nur durch Werbung und durch gnadenlose Selbstausbeutung. Ja, ich dachte mir das schon, weil ich gesehen habe, man kann da drauf werben. Ja. Aber die ist ja auch nicht unendlich teuer. Also nein. Kann da auch nicht sehr nein. Unendlich viel Geld strömen. Da ging es auch vor allen Dingen darum, dass die Serverkosten ein bisschen reinkommen und solche Sachen. Aber trotzdem schafft ihr das jetzt schon seit 2010. Das ist ja... Ja, und vorher hat er... Es wird ja mehr sogar. Ja, vorher hat er ja sogar das Titelmagazin gemacht. Und dann gab es ja diesen Namenswechsel dann auch. Also er macht das schon sehr lange, zieht sich da aber jetzt auch so langsam ein bisschen raus. Also dass er wirklich sehr, sehr viel mehr delegiert als vorher schon, weil einfach Kulturbuchs natürlich jetzt unser Hauptgeschäft ist und auch sein Hauptgeschäft. Und wie fing das an? Wie kam der auf die Idee, Kulturbuchs zu machen? Weil im Kulturmag doch einige Rubriken waren, von denen Jan dann auch dachte, warum bündelt man die nicht und bringt sie digital als E-Book raus? Okay. Und dann dachte er... Mensch, hier gibt's ja noch ein paar Autoren, die für uns schreiben. Stefan Beuse zum Beispiel. Der hat ja noch so viele Rechte, die an ihn zurückgefallen sind. Warum diese Bücher nicht verfügbar halten? Mhm. Und dann hat er sich da so ein paar Gedanken gemacht, was man so im E-Book-Bereich tun könnte. Und hat mich dann angesprochen und gefragt, möchtest du das nicht dann auch mit mir zusammen machen? Vielleicht hast du auch noch ein paar Ideen. Und so sind wir dann, haben wir das dann immer weiterentwickelt. Aber das heißt, ihr aus habt als reiner E-Book-Verlag genau, angefangen. Genau, 2013 haben wir nur E-Books gemacht. Dann haben wir noch andere Autoren und Autorinnen angesprochen und gefragt, sag mal, da hast du doch das ja nicht mehr lieferbar. Sollen wir das als E-Book lieferbar halten? Und da noch ein paar Rechte geholt. Ja, ich habe ja auch dann geguckt und bin auf gute alte Bekannte gestoßen. Ja. Gerhard Köpf und Slauerhoff. Genau. Köpf hat uns angerufen. Halle-Autor ehemals auch. Der hat uns angerufen, weil er uns im Deutschlandradio gehört hatte und fand das so interessant, dass man das machen kann. Und ich fand es dann wieder so interessant, dass dann so ein Autor dann eben nicht darauf besteht, dass alles in Papierform vorliegt, sondern sagt, ich finde das gut mit dem Digital. Hauptsache, es ist verfügbar. Ja. Ja, und dann haben wir noch andere kleine Verlage angesprochen, ob wir deren E-Book-Produktion übernehmen sollen. Und so wuchs das dann so vor sich hin und eines Tages druckten wir dann ganz überraschend. Naja, da muss ja auch irgendein Auslöser gegeben haben. Ja, Indonesien war der Auslöser. Indonesien? Mhm. Indonesien-Schwerpunkt? Ja. Wir dachten, wir kaufen einen Titel als und bringen den total modern, als reinen Digitaltitel raus. Und das lief dann auch alles ganz toll und wir hatten das verhandelt und hatten den Titel eingekauft. Bis es dann jemand von indonesischer Seite sagte, und wie viele druckt ihr? Und wir so... Das ist jetzt ein Missverständnis. Wir wollten das gar nicht drucken. Und dann machten die aber so große, traurige Augen, dass wir gesagt haben, okay, wir nehmen das mit in den Vertrag auf. Wir drucken auch. Ist alles okay. Wir kriegen eine Logo-Ausgabe. Genau. Und dann haben wir zum ersten Mal gedruckt. Und seitdem haben wir dann sehr viel gelernt über, wo man druckt, dass man einen Hersteller braucht, der einen berät. Das, was Covergestaltung ja, angeht. Ja, das alles. Ist ja auch eben, ich meine, ihr gebt euch ja wirklich Mühe und es hat jedes Buch hat so ein Icon und es ist ja wirklich schön gemacht und es hat ein Lesebändchen und es ist ja nicht... Oh ja, Lesebändchen ist so wichtig. Ich liebe Lesebändchen. Ja. Ganz wunderbar. Und es hat den Vorteil, wenn man Katzen hat, hat man immer ein Katzenspielzeug dabei. Nein, aber Lesebändchen, ich verliere doch jedes Lesezeichen. Lesebändchen ist also für mich die Grundausstattung von einem Buch. Aber ich meine, mal abgesehen sozusagen von der physischen Gestalt des Buches, ist es ja auch ein Haufen sonstiger Arbeit, Programm, Lektorat, Vertrieb, Lesungen macht er. Und immer nur ihr zwei? Nein, wir haben natürlich auch Personen, die mit uns zusammenarbeiten. Also wie gesagt, ein
Herrn, der sich um die Herstellung kümmert. Das alles auf Honorarbasis, auf freiberuflicher Basis. Wir haben Leute, mit denen wir die Cover machen, im Moment in erster Linie mit Caroline Rauen. Die hat ja auch eine sehr eigene Handschrift, da sind wir sehr glücklich. Wir haben jemanden für das Korrektorat und für den Satz. Und also das sind dann Sachen, die müssen wir natürlich nach außen geben und nach geben wir natürlich dann auch immer mehr Übersetzungen nach außen. Aber wir haben gesagt, wir müssen das erst aufbauen. Mhm. Und wenn wir das aufbauen ohne Fremdgeld und also ohne Kredit aufzunehmen, dann müssen wir Zeit investieren. Und das heißt, dann müssen wir ganz viel Arbeit selber machen. Und das war uns also klar, wieder freiwillige Selbstausbeutung. Ja, das war uns aber klar, dass das eine Weile dauert. Und jetzt haben wir aber, wir haben ja auch Vertretungen in ganz Deutschland. Wir haben jemanden für Österreich, wir haben einen Key-Accounter. Also wir sind jetzt ein ganz normaler Verlag. Ein richtiger Verlag, ja. Außer gemeinsamem Büro. Wir haben dann noch dezentrales Büro. Ja, der Verlag ist in Hamburg? Genau. Und ich bin warum? In Berlin. Weil dein Kollege in Hamburg lebt? Oder? Genau. Und ich war ja damals auch in Hamburg und war, beziehungsweise als wir uns dann gegründet haben, Kulturbooks gegründet haben, war ich gerade nach Berlin gezogen. Und wir haben dann aber gesagt, also das machen wir jetzt in Hamburg. Das ist eine Hamburger Idee und bleibt dann auch irgendwo, muss man sich ja dann auch verorten. Und apropos Idee, wenn du jetzt die Grundidee deines Verlages oder des Programms umschreiben müsstest, was würdest du sagen? Was ist eure Ausrichtung? Was zeichnet diesen Verlag aus gegenüber so und so vielen anderen? Wo wollt ihr hin? Wir wollen, wie vermutlich alle Verlage, ganz großartige Bücher machen und da kommt dann der eigene Geschmack natürlich rein. Ja. Wir haben ein bisschen gebraucht, aber eigentlich nicht lange gebraucht, um festzustellen, was wir beide sehr gerne mögen. Wir hatten am Anfang natürlich auch noch Personen in beratender Funktion und sowas. Aber man muss sich ja erstmal irgendwie so finden und zurechtrütteln. Und was wir jetzt haben, ist ein sehr internationales Programm. Vielleicht auch ein Schwerpunkt oder doch durchaus ein Schwerpunkt auf dem globalen Süden. Und da auch Autorinnen und Autoren, die so aus mehreren kulturellen Perspektiven erzählen können, weil sie eben auch zwischen mehreren Kulturen dann unterwegs sind. Ah ja, das ist spannend, ja. Mhm. Also weg von der nationalen. Ja, jetzt ein Neuseeländer im Herbst. Gut, also der Neuseeländer ist allerdings sehr neuseeländisch. Das wäre jetzt so gesehen, aber er schreibt natürlich auch ganz großartig. Aber so viele von den anderen Autorinnen, die wir haben, die sind so zwischen Indien und USA oder zwischen Grenzgänger. Genau, Grenzgänger zwischen auch wirklich sehr unterschiedlichen Kulturen, Nigeria und Großbritannien oder so. Und das finden wir, also so eine Perspektive, so eine Erzählperspektive finden wir natürlich spannend, super. Ja. Carl Nixon aus Neuseeland ist jetzt ein etwas anderes Beispiel. Da fanden wir einfach die Kurzgeschichten rein vom Literarischen her auch schon so toll. Wir waren immer große Fans von seinen Romanen. Die sind ja bei Weidle im Verlag rausgekommen. Und die haben wir auch alle als E-Books. Und dann gab es eben noch diese Kurzgeschichten. Und die hatten wir schon gleich zu Beginn unseres Digitalverlags in digitaler Form herausgebracht. Und uns jetzt dann entschieden, weil wir gesagt haben, die sind zu gut, um sie da nur im Digitalen zu lassen. Und das Digitale, das wisst ihr bei Hansa ja auch, hat sich ja nicht so für Literatur mit dem großen L, ne? Ja, und es wird dann nicht so rezensiert. Genau. Und das geht dann ein bisschen unter. Man dachte ja, es entwickelt sich anders und dann haben wir gedacht, also das ist einfach zu gut, um das jetzt nur im E-Book zu lassen. Das müssen wir jetzt mal in die gedruckte Welt dann auch heben, damit auch die Buchhandlungen und die Presse mitspielen. Und dann habt ihr noch eine Norwegerin auch jetzt im Herbst. Jetzt haben wir auch eine Norwegerin wegen Norwegen-Schwerpunkt. Und das ist auch insofern ein ganz ungewöhnliches Buch, weil es ein sehr, sehr hartes Thema, nämlich Missbrauch von noch nicht volljährigen Menschen anspricht, also auch dann Vernachlässigung in der Familie. Irgendjemand meinte mal, das ist ja wie Christiane F., nur mit Happy End. Nicht ganz, aber so gesehen, als dass es da natürlich auch um Drogenmissbrauch und viel zu frühe Erfahrungen mit sexueller Gewalt dann auch geht. Und das ist eine
Es ist so eine Geschichte der Selbstermächtigung, dass da einfach eine junge Frau, ein junges Mädchen, das alles erträgt und wie sie dann damit umgeht. Und das eine Reaktion darauf ist ja dann eine übersteigerte Sexualität, die nach außen getragen wird. Und die dann aber über Therapie und über Menschen, die, denen sie wirklich vertraut, dahin kommt, dass sie wirklich ihr Leben dann in die eigene Hand nehmen kann und da aus dieser Situation rauskommt. Und das war so poetisch auch geschrieben und hat uns so fasziniert und fanden wir auch ein wichtiges Thema. Sicherlich ein schwieriges Thema, da wo dann auch Buchhändlerinnen gern aufs Cover gucken und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das verkaufen kann. Ja, klar, aber ihr versprecht euch was von dem Schwerpunkt, weil das ist ja so eine Frage, ist der Schwerpunkt dann auch wieder kontraproduktiv, weil es einfach dann so viele norwegische Autoren und Autoren gibt, und dass man da wieder untergeht mit dem, was man hat. Das kann natürlich sein. Ich meine, wie viele 100 Bücher haben die dieses Jahr, die Norweger? Es ist an die 200 auch irgendwie wieder, glaube ich. Aber ich merke mir solche Zahlen nicht. Nein. Aber ich habe so das Gefühl, dass man es über Kanada gesagt hat, dass die dann das Land mit den meisten Veröffentlichungen sein wollten. Und also da wird immer nach Superlativen gesucht. Der reine Superlativ, der bringt es ja nun gar nicht. Nein, was um die Bücher drumherum passieren. Ja, der ist ja aber auch kontraproduktiv, weil auf welchen Titel will man sich dann, also welcher Titel soll dann überhaupt noch was aussagen und was repräsentieren? Der Rest geht ja dann unter. Also von dem Buch haben wir uns vor allen Dingen versprochen, dass es eine Autorin ist, wo es dann auch eine längere Zusammenarbeit geben kann. Also, sag nochmal den Namen. Das ist Maria Jos von. Ist ihr Debüt, deshalb hat man natürlich hier in Deutschland noch nichts von ihr gehört. Aber sie schreibt einfach auf eine Art, bei der wir denken, die entwickelt sich, aus der kann eine ganze Menge werden. Und natürlich wollen wir das ist auch eine schöne, sie weiter begleiten. Schöner Ansatz zu sagen, wir bauen jemanden auf, wir holen jemanden, der... Und so diese neuen Stimmen, die da vorgestellt wurden, da gab es ja auch die unterschiedlichsten Ansätze. Und das war das, was uns wirklich beide am meisten tatsächlich begeistert hat. Mhm. Also auch so eine gleichzeitig heutige und zeitlose Geschichte dann zu machen. Es hat natürlich was sehr Modernes, wenn sie von ihrem Alltag dann auch erzählt, das ist natürlich im Heute dann verankert und gleichzeitig ist es etwas, das immer wieder vorgekommen ist und wahrscheinlich auch immer wieder vorkommen wird. Und wann erscheint's? Das kommt im September raus. Ah ja. Und da merken wir dann auch, also Themen sind uns wichtig, dass da eine Aussage ist, aber es muss eben auch gut geschrieben sein. Also nur einfach nur das Thema und ist aber doch ein wichtiges Buch. Ist zwar nicht so geil reicht geschrieben, nicht, das wollen wir dann auch nicht. Das kann man in Ausnahmefällen, glaube ich, mal machen. Würdest du ein eigenes Buch in deinem eigenen Verlag veröffentlichen? Ganz klares Nein. Ganz klares Nein. Was ich gemacht habe, ist, dass ich mal ein paar Kurzgeschichten zusammengestellt habe und die dann als E-Book rausgegeben habe. Mhm. Aber die waren alle schon vorher woanders erschienen. Mhm. Und das fand ich okay. Das war nur in der Kombination noch nicht verfügbar. Nee, das war auch, ich habe es, es gibt so eine englischsprachige Ausgabe und so. Ich wollte das mal ausprobieren, aber da bin ich tatsächlich trotz der heute zur Verfügung stehenden Mittel altmodisch und sage, nein, ich verlege mich nicht selbst, ich möchte, dass mich jemand verlegt. Okay. Sehr, sehr verständlich, sehr nachvollziehbar. Aber übersetzen tust du für deinen Verlag. Ja, und hast es auch von Anfang an. Ja, das ist ja eine Dienstleistung. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, aus dem Englischen zu übersetzen? Naja, ich habe Anglistik ja studiert, Anglistik, bisschen Amerikanistik zwischendurch auch. Und hatte auch viele Übersetzungskurse, habe wissenschaftliche Sachen an der Uni, also zu Uni-Zeiten auch schon immer übersetzt. Und im Synchron übersetze ich dann auch selbst meine Sachen, die ich dann texte, also die ich dann lippensynchron texte. Und das Übersetzen war eigentlich immer da, sehr lange da. Und ganz vor Urzeiten bin ich dann mal damals noch von Bastel Lübbe, von meiner damaligen Lektorin, gefragt worden, ob ich ihr nicht was übersetzen könnte. Das war dann meine erste... Das war noch ein Sachbuch sogar. Aber so kam ich dann so langsam dann zum Übersetzen und dann, ja,
Und als letztes jetzt hast du Sally Rooney übersetzt. Genau. Conversation with Friends. Das ist nicht für uns. Nee. Solche Bestseller können das wir uns als kleiner Verlag leider noch nicht leisten. Das ist für Luchterhand. Ich kann mir vorstellen, das wird auch in Deutschland ein Bestseller. Das ist schon ein tolles Buch. Es geht ihm schon ein gewisser Ruf voraus. Genau, da wird ja so viel drüber gesprochen. Gespräche mit Freunden heißt es dann auf Deutsch. Mhm. Genau. Und da bin ich dann auch angesprochen worden von der Lektorin. Und ich glaube, sie hat, das ist jetzt meine Vermutung, ich muss sie mal, also ich wurde ihr schon mal vorgestellt, wir haben uns schon mal kennengelernt. Ich glaube, sie hat meine Übersetzung von Amanda Lee Coe gelesen und deshalb gedacht so, ich habe schon mal was von der Temperatur was her, Junges, Frecheres oder vom ja, Ton her so Ton. Übersetzt und das könnte dann vielleicht passen und dann habe ich Sally Rooney bekommen. Und was gefällt dir an dem Buch besonders? Es ist, also erstmal zum Inhalt, das ist ja eine Vierecksgeschichte und gleichzeitig ist es aber auch eine queere Geschichte und es ist, es hat auch viel mit linker Politik, mit Feminismus, mit Antikapitalismus zu tun. Also es sind dann schon mal Themen drin, die mich ohnehin interessieren. Und es ist aber auf eine Art und Weise geschrieben, diese ganzen Beziehungen, die dieses Kleeblatt so untereinander hat. Also wir haben zwar nur eine Perspektive, aber auch man kriegt auch mit, wie die anderen so miteinander kommunizieren. Es ist diese sehr heutige Art der Kommunikation, die im echten Leben anfängt, dann geht die per E-Mail weiter, dann kommt die wieder ins echte Leben, dann ist es im Chatroom. Man auf ist immer Ebenen, irgendwie ja. verbunden und gleichzeitig hat man aber durch diesen ständigen Medienwechsel auch wieder eine Distanz, die ganz viel Raum für Missverständnisse schafft. Und das ist natürlich, wenn dann noch Liebesgeschichten damit reinspielen, wo die Formulierungen sowieso schwierig sind. Und wie viel gebe ich jetzt von mir preis? Mhm. Und wessen Gefühle darf ich verletzen oder nicht verletzen? Das ist natürlich dann auch alles so sehr spannend. Und sie bringt es dann auch noch fertig, dass dieser Roman, obwohl es um Frauenthemen geht, um, wie gesagt, auch queere Beziehungen, sie bringt es so fertig, dass dieser Roman eben nicht das Label hat, Frauenroman oder Feminismus oder queer oder irgendwas aggressiv Lautes oder einfach. Wenn es ein Label bräuchte, ist es eine Art Gesellschaftsroman oder? Es ist ein Liebesroman, Gesellschaftsroman, ja. Okay. Aber das fand ich eben so dieses, dass diese Themen so ganz selbstverständlich in diesem Bereich dann angekommen sind, ohne dass sie dann in die Nische wieder gedrückt werden müssen, wo sie dann auch wieder nur das Nischenpublikum erreichen. Das fand ich, glaube ich, auch noch sehr schön. Und ja, dann eben natürlich die Beschäftigung mit also Sex aus der Frauenperspektive und überhaupt nicht kitschig und überhaupt nicht übersentimental. Das gehört ja zum Schwersten. Ja. Ja, eben. Und dann noch von so einer jungen Frau. Und dann auch im Prinzip Frauenkrankheiten, Endometriose ist dann ein Thema. Und es wird so nebenher dann noch miterzählt und ist gleichzeitig so ein starkes, wichtiges, dramaturgisches Element. Und da hat sie schon was Tolles geschaffen. Also dass man den Roman mit einer Leichtigkeit lesen kann und doch unglaublich viele große Themen dann auch drin hat. Wirst du auch mit ihr Veranstaltungen machen? Das weiß ich noch gar nicht. Ich habe es mal angeboten. Ja, nur weil, als ich dich das letzte Mal traf, da hast du ja deine Autorin Pippa Goldsmith vorgestellt und das fand ich sehr schön. Naja, wenn es dann halt ein Bestseller wird, dann werden natürlich wieder Schauspielerinnen gemietet, das ist ja klar. Ja, das ist für die großen Säle sozusagen der Standard, aber man muss ja auch jemanden haben, der ein gutes Gespräch führt, der eine schöne Moderation macht, der das Buch sehr gut kennt. Das ist ja auch nicht ganz ohne. Und also ich mache das, ich weiß nicht, ob ich dann dazu gebucht werde, aber grundsätzlich mache ich das sehr gerne. Jedenfalls kannst du das auch. Hast du eigentlich irgendwo in England oder Schottland auch einen Wohnsitz? Oder habe ich nicht mir das eingebildet? Nicht mehr. Du hattest mal. Genau. Okay. Ja, als wir das letzte Mal drüber geredet haben, vor schon ein paar Jahren, war das noch so. Aber jetzt nicht mehr. Das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Aber zuletzt dann in Edinburgh. Wunderschöne, kleine, winzige Wohnung gehabt. Davor hatte ich mir ein Haus gemietet in St. Andrews.
So ein kleines Reihenhäuschen, aber es wird ja so, es ist ja so teuer. Dieses Land ist so unfassbar teuer. Ja. Das ist ja so zum für die Recherche oder zum Finden neuer Bücher oder so vielleicht auch gar nicht schlecht. Ja, natürlich, das war. Also zu der Zeit war ich ja auch da. Ja. Und jetzt habe ich mich ein bisschen mehr um andere Sachen gekümmert und wie gesagt, die waren noch etwas aufwendiger, dann ist sowas dann auch etwas zu teuer. Und das nächste Buch spielt dann auch nicht aus Kostengründen, sondern auch, weil ich mich über den Brexit geärgert habe. Und das ist auch ein Argument. Weil ich jetzt schon im London der Zukunft war und weil ich auch schon im Post-Brexit London war und es ärgert mich so. Es ärgert mich so, was da passiert. Jedenfalls, das nächste Buch spielt dann im deutschsprachigen Raum. Ah ja. Mhm. So viel verrätst du schon. Ja, ja, ja. Verrätst du auch noch mehr? Nein. Ich weiß es. Lass mich das erstmal schreiben. Ja, okay. Weißt du, wie es ist, wenn man schreibt? Es quält einen alles und dann will man alles umschreiben und dann ist man Abergläubisch. Das fürchte ich. Ja. Ja. sag mal noch zu den politischen Dingen und zu den sozialen Medien. Und du bist ja da überall sehr engagiert. Wo strebst du hin? Was möchtest du auch ändern? Also es ist ja immer so eine Mischung, Kulturbetrieb und Politik. Und gibt es so Themen, die dich, also ich denke, Rolle der Frauen ist sicherlich eine. Dinge, wo du sagst, das sind so meine Themen, da bin ich ständig dran. Mhm. Das ist, ja, wie gesagt, natürlich nicht nur Geschlechtergerechtigkeit, sondern auch, dass wir einfach mehr sichtbare Diversität dann auch haben. Also, und dass wir als Gesellschaft vernünftig zusammenleben. Und ich möchte keine ausschließlich weiße, männlich dominierte Gesellschaft haben. Da finde ich mich nicht wieder und da finden sich, das tut den wenigsten Menschen tatsächlich gut, außer den besagten Menschen. Ja, ich will jetzt nicht wieder über alte, weise Männer schimpfen. Ich schimpfe schon wieder über alte, weise Männer. Es tut mir leid. Es gibt nette, alte, weise Männer. Wirklich, ehrlich. Aber das ist aber natürlich... Aber du hast auch doch bei Verlage gegen Rechts. Da wollte ich gerade hin. Das ist ja genau das, was noch zusammenhängt. Also Antifeminismus ist ja immer was so aus der rechten Ecke ganz stark kommt. Was nicht heißt, dass Menschen, die links sind, grundsätzlich die größten Feministen und Frauenversteher sind, das überhaupt nicht. Aber Antifeminismus und Rechtsaußen, das geht Hand zusammen, in Hand. Ja. Und natürlich auch ein antidiverses Weltbild und ein dichtmachendes Weltbild. Und da möchte ich natürlich gegen vorgehen. Und wenn ich dann sehe, wie auch im Kulturbetrieb plötzlich Dinge normalisiert werden sollen und man dann nicht so richtig weiß, wo soll man die Grenzen ziehen im Zuge der Meinungsfreiheit und man muss doch den Diskurs, und ja, man muss den Diskurs, und es gehört dann auch zum Diskurs dazu, dass man bestimmten Dingen extrem Kontra gibt. Und es gehört dann aber auch dazu, dass man sich positioniert. Das habe ich bei vielen Verlagen sehr vermisst, sich eindeutiger zu positionieren. Wir haben ja diese Initiative Verlage gegen Rechts gegründet und dann wirklich überall angeklopft. Und es hat mich sehr enttäuscht, wer da alles dann auch gesagt hat, so nein, nein, wir das zieht ja nur die Aufmerksamkeit auf die Rechten. Und es ist doch klar, wo wir stehen, wir müssen da jetzt nichts unterschreiben. Und unser Programm war und ist aber auf den Buchmessen dann tatsächlich bestimmte Themen zu diskutieren, den Rechten keine Bühne zu geben, denen auch die Themen wegzunehmen, den Begriffe wegzunehmen und sich das alles mal genau anzugucken. Wir hatten natürlich auch eine Veranstaltung zum Thema, wie schreibt man eigentlich oder wie berichtet man eigentlich über Rechte? Also wie gibt man die Bücher dann zum Thema raus oder wie macht man das im journalistischen Bereich? Da kam übrigens Götz Kubitschek vorbei, das ist ja klar, weil er dachte, es geht um ihn. Wir haben dann höflich gesagt, dass es nicht um ihn geht. Und naja, er hat dann nicht den gewünschten Skandal produzieren können, den er gerne produziert hätte. Also auch da, dass wir dann sagen, nein, es geht um die Diskussion, es geht um die Standortbestimmung. Und
aber eben nicht darum, den Leuten eine Bühne zu geben, wenn sie mitdiskutieren wollen, gerne, aber wenn sie nur ihr Gedanken gut verbreiten wollen oder nur protestieren wollen, nur Skandale und Bilder produzieren wollen, das ist natürlich, das geht natürlich nicht. Und das war jetzt zweimal auf der Leipziger Buchmesse und war jedes Mal sehr erfolgreich, weil alle Veranstaltungen komplett knallvoll waren. Also da haben wir dann auch gesehen, es gibt ein Bedürfnis innerhalb der Branche und auch bei den Besucherinnen und Besuchern, da über bestimmte Dinge dann auch zu reden. Zu reden, ja. Mhm. Sei es nun Antisemitismus, sei es nun eben dann auch, wie bilde ich Diversität dann auch in der Buchbranche ab? Oder das immer aktuelle Thema, als Buchhandlung stelle ich rechte Titel ins Regal oder verkaufe ich sie gar nicht oder nur unter der Ladentheke, wie mache ich das? Das ist jedes Jahr aufs Neue spannend. Ich bewundere, was du alles in einen Tag von 24 Stunden reinkriegst. Und ich frage mich, wie beeinflusst dieses das Magazin, der Verlag, die politischen Aktivitäten, wie beeinflusst das wiederum dein Schreiben? Wo ist da der Zusammenhang? Ja. Oder ist das eine der Ausgleichssport zum anderen? Ja, das ist eine gute Frage. Da muss ich ein bisschen nachdenken. Ich finde es ja immer ganz gut, wenn man ein normales Leben hat, das nicht nur aus Recherche und nicht nur aus, worüber könnte mein nächster Roman denn so gehen, besteht. Also, dass man immer wieder neue Eindrücke sammelt. Die ein Leben, das nicht nur am Schreibtisch stattfindet, ja. Auch das, aber auch, dass sich nicht nur darauf ausrichtet, was kommt. Wie kann ich das jetzt verarbeiten und so. Und gleichzeitig verarbeitet sich dann doch natürlich eine Menge daraus. Manches eben bewusst, weil ich dann denke, stimmt, das kann ich ja verwenden, und manches natürlich auch unbewusst, weil es dann in Figuren einfließt oder in Situationen einfließt. Aber ich mache diese Dinge, weil sie mir ein Bedürfnis sind, und ich schreibe die Bücher, also mittlerweile schreibe ich die Bücher, die ich gerne schreiben möchte, die keine Auftragsarbeiten sind, mit Vorgaben. Also ich möchte das gar nicht abwerten, sondern das ist einfach nur eine Zustandsbeschreibung. Die ersten paar Bücher, da hatte ich einfach das waren klare Vorgaben, in die und die Richtung soll es gehen. Also jetzt keine Vorgaben von, wie ist der Handlungsverlauf oder so. Nein, aber man hatte schon klar Vorstellungen, also sehr genau abgesprochen, an welchem Ort das spielen soll und auch wie das Subgenre dann aussehen soll. Und das war schon alles recht vorab ausgehandelt, und jetzt habe ich da doch sehr viel mehr Freiheiten, und da gucke ich aber dann noch wirklich, was interessiert mich, was treibt mich um, welche Figuren finde ich spannend und welche Geschichte möchte ich erzählen, und das mache ich dann auch. Ja, ich finde, irgendwie strahlst du das auch aus, dass du jemand bist, der genau das machen kann, was ihn interessiert und was ihm liegt. Ich kann nicht die Klappe halten, wenn es um bestimmte Themen geht. Das ist das Schlimme bei mir, dass ich einerseits dann was sagen muss und gleichzeitig aber in Wirklichkeit ein ganz schüchterner, sensibler Mensch bin und dann immer wieder ganz viel Ruhe brauche und ganz viel Entspannung brauche und fürchterlich angewirrt. Soziale Medien, dann Shitstorms sind nicht angenehm, aber nein. Man steht nicht gleich auf einer Bühne und wird beschimpft. Naja, aber auch da ist es, kann schon manchmal anstrengend sein, aber dann denke ich auch manchmal, eigentlich dürfte ich es gar nicht machen, weil ich habe die Nerven nicht dafür. Ich bin dann immer sehr erschüttert, und also da, wo andere Leute dann auch sagen so, das darf man nicht an sich rankommen lassen. Und ich so, nein, ich habe ein bisschen Angst jetzt. Das sind so diese Gegensätze, die mich dann wirklich manchmal zerreißen. Und nach dem ersten Mal Verlage gegen rechts in Leipzig, also nachdem wir wirklich über Wochen und Monate ganz schlimme Angriffe gekriegt haben von rechts, also bis hin zur Veröffentlichung unserer Fotos in rechten Foren, mit natürlich Aufrufen, sich uns vorzuknöpfen und so weiter. Bei uns Frauen kommen natürlich immer die Vergewaltigungsankündigungen noch dazu. Und das kriegt man dann natürlich gebündelt und nicht nur dutzendfach, sondern teilweise sogar noch mehr. Und da brauchte ich dann wirklich eine Auszeit, weil, aber ich glaube, das hält niemand wirklich gut aus. Nee, das kann niemand. Ja.
kann niemanden unberührt lassen. Das hört man ja auch von den Politikern, die jetzt mit solchen Angriffen konfrontiert sind, und auch, sei es Lokalpolitiker, wie das an den Menschen zerrt. Das ist ja, das ist ja völlig. Aber ich glaube, da ist einfach meine Schwelle von erschrocken sein und die ist da vermutlich noch ein bisschen niedriger. Dann setzt du dich hin und schreibst den nächsten Thriller über Mord und Totschlag. Meine Güte. Aber nicht, vielleicht hilft das gerade. Warum ich nicht zu Liebesromanen neige. Aber ich mag, ich kann das irgendwie. Anderes interessanter. Naja, mein Agentin sagt auch, wenn sie was von mir liest, es scheint so eine stilistische Sache zu sein, sie. Selbst wenn es nur um Liebe und Landschaft geht, sie erwartet, dass da gleich jemand um die Ecke kommt und zuschlägt. Das ist immer eine düstere Ecke dabei. Okay. Scheint so, ja. Naja. Das mögen deine Leser. Ich auch. Dankeschön. Ja, aber vielleicht brauche ich. Oder? Hast du noch ein Schlusswort? Musst du gerade. Nein, weil Schlusswort, weil du gesagt hast, es ist doch so viel, aber ich glaube, ich brauche immer so einen Ausgleich. Von rausgehen und ganz viel zu Hause sein und von im Team arbeiten und dann wieder wirklich nur für mich arbeiten und so. Dieses sehr Gegensätzliche, das macht mir dann schon Spaß und es zerreißt mich und gleichzeitig brauche ich es. Das kann ich gut nachvollziehen. Dieses Gleichgewicht ist gar nicht leicht zu finden, aber zu viel introvertiert ist nicht gut und zu viel Social Life ist schwer zu ertragen. Ja. Also ich wünsche dir eine gute Mischung für die nächste Zeit. Dankeschön und danke für die Einladung. Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.